Hier sind wir ja auch schon. Ja. Ja, steig mal aus. So. Erstmal umschauen, würde ich sagen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Gehe ich mal hier auf einen höheren Punkt, gucke mich mal um. Lass mal die Drohne hier. Wir nähern uns jetzt der Kooperative. Da ist Jarvis, wahrscheinlich hat er gleich seine große Rede. Er zeigt dem Kartell wohl eher den Mittelfinger. Der Kerl hat Eier. Ich würde mal sagen, da ist keiner, ne? Kann das sein? Oder bin ich blind? Es ist ja einfach, den zu finden, dann. Eigentlich. Ja, da unten mit dem Fall. Ich sehe auch keine Gegner. Nö. Also? Wahrscheinlich einfach nur mit dem Reden, mit dem Typen da. Von aus, ja. Also auf, ne? Lass mir hier schön die Ernte platt laufen, ja. So, habt ihr dann schon? Ich bin schon bei ihm. Alle mit dem Reden. Erwarten Sie Ärger, Senior. Sie haben mir nicht geantwortet. Keine Sorge, ich will Sie von einem großen Fehler abhalten. Fehler? Seit wann ist es falsch, deinem Volk zu helfen? Wenn Sie diese Rede halten, werden Menschen sterben. Ganz einfach. Madre Coca wird ihre Leute schicken und dann wird es blutig. Also soll ich schweigen? Ist das die Antwort? Se equivoca. Dann sind sie nicht besser als Madre Coca. Geh mir aus dem Weg, Ring. Hier ist ein Kartellorden. Der Verlust wird einem armen Strolch das Herz brechen. Hier, Nomads, wir sind bei der Kooperative. Chavez hier oben ist eine Munitionskiste. Er will bald zu den Cocaleros sprechen. Die Rebellen sagen, Chavez sei ein waschechter Revolutionär. Er ist so gut wie tot. Das Kartell wird nicht tatenlos zusehen. Halten Sie Chavez auf jeden Fall am Leben. Dann wissen die Rebellen, dass wir ihn wirklich... Aber wir müssen jetzt verhindern, dass der getötet wird. Okay. Scheinbar ja, dass wir jetzt Ärger bekommen. So, den müssen wir jetzt schützen, ja? Ja. Okay. Naja, ja, da kommen auch schon Autos gegenüber. Der LKW, der Kleine. Das ist ein Moment, wenn man keine Munition auf der Waffe hat. Ich habe vorhin noch welche aus der Kiste unten an der Bühne genommen. Ja, du. Ich habe extra gesagt, hier ist eine Munikiste. Der ist schon fast tot, der Typ. Wo ist der denn hier? Oh. Ich bin down. Verdammt, wir sind zu spät. Scheiße, Munition, ey. Ich hab keine Munitionskiste, ich schwöre. Hier. Verdammt, wir sind zu spät. Mann, das merke ich morgen früh noch. Das war's schon. War's schon? Schau mal. Ich weiß es nicht, ob der so eine zweite Welle kommt. Ach so, den müssen wir jetzt begleiten, da rennt er ja. Ich lass mal den Raketenwerfer. Da kommt noch mehr. Da kommt noch ein Auto. LKW da oben. Ja. Moment. Das Auto krieg ich. Wenn es denn kommt. Granate aufpassen. Granate fliegt. Nehme das. Von rechts kommt noch einer. Ich hab den Raketenwerfer schon bereit. Die hat sogar Fuß und Pult. Ach Gott, ich blute! Ich kann dich nicht holen, oh, Markus. Ja, alles gut. Warte, wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Ich hab ihn schon jetzt. Ich muss warten, bis die Granate kommen. Eins hat abgeschlossen. Ja, egal. Chavez ist sicher. Super. Gute Arbeit. Haben wir eben neue Munition für meinen Granatwerfer? Mhm. War zwar nicht schön, aber wir haben es geschafft. Nicht schön, aber erfolgreich. Ja.
Ich will mal kurz noch meine Ausrüstung checken, ob ich hier vielleicht noch irgendwas hab. Müsste man nämlich auch mal gucken. Dass wir da auch mal drauf achten, dass wir da auch mal hier was freischalten. Müsste doch bestimmt auch irgendwas zu finden sein in der Richtung. Ja, Munitionskisten und sowas alles. Oder dann andere Waffen oder Waffenkisten, da kriegst du halt andere Waffen noch zusätzlich, die du dann ausrüsten kannst. So, Yvonne, hopp, hopp, ab auf die Ladefläche. Hey, ist okay. Geht das? Komm. Geht ja, nicht? Müsste eigentlich, oder? Ist ja... So. Habt ihr schon was markiert eigentlich? Ja, habe ich Informationsdinger für neue Missionen. Okay. Wie gesagt, wir sollten all diese Nebeneinsätze nicht komplett vernachlässigen und nur auf Story gehen. Nee, dann ist das Spiel ja ratzfatz durch, ne? Ja. Schon klar. Also wir haben auch eine ganze Zeit lang fast nur Nebeneinsätze gemacht. Ansonsten wären wir ja echt schon bei dem Spiel durch. Mhm. Wie gesagt, wir spielen seit, keine Ahnung, seit ungefähr einem halben Jahr. Wenn nicht sogar noch länger als an dem Spiel schon. Zwar nicht regelmäßig, aber... Hier ist ja ordentlich was los, hä? Ja, aber wir sind nur durchgekommen, ohne dass was gesehen wurde. So. Setze Drohne ab. Ich habe noch einen Tango. Warum ist ein Scharfschütze? Meh. Da. Das da. War mal mit dem Scharfschützen. Ja, warte erstmal, bis wir alle markiert haben, ne? Da ist auch nochmal ein anderer Informant. Zweite Scharfschütze down. Ziel 5 gesichtet. Einen hab ich. Montierte Waffe. Der Heli ist voller Zeug, das die Rebellen brauchen. Holen wir ihn uns. Nein, Mensch, wir müssen einen Heli stellen. Das ist ja mal ganz gut. Ah, nur ein Heli, der fliegt drüber. Oben ist noch ein. Irgendwer hat jetzt gerade keinen Schalldämpfer drauf, kann das sein? Doch. Das war ich und ich habe einen Schalldämpfer drauf gehabt. Okay. Den Scharfschützen hast du weggemacht, ja? Ja, ich habe 3 Stück weggeschossen gerade, insgesamt. Hier oben ist auch irgendwo noch einer. Ich habe alle weggeschossen, alle drei Türme. Wenn es nur 3 Türme sind, dann war es nur 3. Also die markiert wurden. Sagen wir es mal so. Sehe ein Geschützturm. Da ist eine montierte Geschützturm. Tango getroffen. Ich wüsste nicht, ob jetzt auch immer einer wäre. Aber noch. Oder irgendwo ein Schaschus. Bei dir, da ist noch einer, Markus, irgendwo, ne? Da 2. Ja. Die hier oben sind alle weg. Hm. Ich sehe jetzt aber auch weiterhin keinen weiteren Schaschützen. Vorsicht, der Typ darf uns nicht sehen.
irgendwie ist da. Da ist noch irgendwas, was nicht markiert ist. Der Typ, der da wegrennt, schnell. Ja, ich bin auf dem Weg, ich versuch's gerade. Bleib stehen hier, mein Freund. So, ich hab ihn auf jeden Fall. Rede, du Wichser. Gut. Da müsste mich auch noch Infos haben. Ja, was, Ich hab einen dritten Tango. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. So, den haben wir schon mal, den Typen. Jetzt können wir das andere holen. Der hat Informationen zu Fertigkeitspunkten. Okay. Der Typ. Tango getroffen. Dann lenkt ihr den mal ab, ich hole die Informationen. Ich hätte jetzt hier den Laptop. Mach das. Da kommt ein Auto, nur zur Info. Ja, alles gut. Ja, Informationen haben wir. Also die Gegner, die alle hier waren, sind alle tot und ich bin beim Heli. Da kommt ein Auto, Leute. Jo. Granate fliegt. Ich habe hier ein paar Gefangene, ich lasse die mal frei. Ja. So, hier sind irgendwie noch Fertigkeitspunkte. Die Auto, oder so. Das Auto, die sind alle raus. Alle Leute. Kommt ihr zum Heli? Ja. Ja, ich habe noch eben den Nachschub hier markiert. Und ich würde noch eben gerne. Ich würde noch eben gerne meine Muni aufladen. Warte mal, wenn ich die Kiste finde. Ich finde die Munitionskiste nicht, ich komme. Mein Gott, wie kommen wir denn da rein? Hier ist alles eingefroren. Ja, gehen wir davon aus, dass auch noch. Alle drin? Ja. Jo. Ich glaube, von dem da links wäre doch viel effektiver gewesen, runterzuspringen. Links? Ja, links das glaube ich auch. Also da wäre das Aufklatschen auch viel effektiver gewesen. Ja. Nicht die Kühlplatte. Doch, es gibt lecker gehacktes. So. Guck mal hier, Rindfleisch. Oh. Das ist doch nichts wahr hier. Ich mach mal frisch, ich mach mal was für uns zur Nahrung. Schade, es geht nicht. Es wäre cool gewesen. Na, da bist du im falschen Spiel. Was? Zum Jagen. Dann musst du so Hunter spielen. Mensch, wo ist da oben springen oder was? Erreichen Sie das Einsatzziel? Markus, ernsthaft? Das hast du da extra gemacht. Fordern Sie die Aufklärung eines kleinen Bereiches an. Markieren Sie den Nachschub. Ja, dann. Aber den Nili.
Ich sitze vorhin. Moment, Moment, ich bin noch nicht drin. Egal. Abflug. So, jetzt. Ich wette, wir müssen bestimmt da oben drauf landen. Ey, ich schwöre, ich töte dich. Gucken wir erstmal hier. Ja, scheinbar müssen wir da oben landen. Oder da hochspringen. Da hochspringen geht's nicht, aber. Ach, siehst du, da oben ist was drauf gelandet, hängen geblieben, ja. Siehst du das? Mhm. Ja. Da landen wird schwierig, ja? Warte mal. Mit dem Fallschirm schon. Fallschirm schon. Warte mal kurz, ich will mal was. Eigentlich musst du doch gerade drüber springen. Ja, ja, ich will jetzt gerade so hier. So, kann einer von euch raus? Warte. Ein Stück nach links noch. Ach verdammt, ich bin der Beifahrer. Beiflieger. Co-Pilot. Warte. Nee, die Tür ist noch nicht. Kannst du noch ein kleines Stück vor? Warte, ich muss irgendwo drauf. Ich kann die Kamera nicht drehen. Weil die meine Tür ist praktisch noch. So, ich kann es jetzt mal versuchen. Aber ich kann auch nicht aussteigen. Geht nicht. Nein? Du kannst nicht. Nee, kannst nicht aussteigen. Jetzt bin ausgestiegen. Einsatz abgeschlossen. So. Kommst du wieder rein? Was machen wir? Jo, bin wieder drin. So, dann markiert mal den nächsten. So kann man es natürlich auch machen. Ja, man muss ja nicht immer hier dem roten Faden folgen. Man kann ja mal was Verrücktes tun, ne? Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, wir brauchen mal ein bisschen Abwechslung, ne? Jetzt haben wir so oft Helikopter gestohlen. Ja, jetzt stehen wir mal ein Flugzeug. Das finde ich auch gut. Ach Gott, jetzt kommt's. So. Seht ihr es? Oder habe ich es markiert? Ja, alles klar. Ei, was ihr mit uns macht.